Ah, Hilfe, ich werde verfolgt. Wenn mir doch nur jemand helfen könnte. Was ist das da für eine Karte? Ein Haus, ich bin gerettet. Das, was ihr gerade in der Oscar-Reifen-Verfolgungsszene gesehen habt, ist ein kleines Konzept von mir. Ihr könnt damit einfach mit einer Karte irgendwo in einer flachen Umgebung ein Haus auspacken und später wieder einpacken. Und ich habe dafür auch nicht nur simple Klonbefehle verwendet, das wäre ja viel zu einfach. Bitch, please. Ich mache das Ganze einfach mit Falling Sand Entities. Somit sieht das Ganze um einiges interessanter aus. Schwupps ist ein Haus da. Und wenn man auf die Druckplatte auf der Werkbank läuft, verschwindet das Haus auch schon wieder mit einem Explosionseffekt. Aber das ist noch nicht alles, was das Haus kann. Den Rest erkläre ich jetzt zusammen mit der Technik. Am Anfang steht einfach nur eine simple Glock aus zwei Hoppern. Die powert zum einen diesen Clear-Befehl an. Dieser cleart gefüllte Karten. Falls der Spieler gerade eine leere Karte rechtsklickt, wird diese zur gefüllten Karte. Damit wird der Clear-Kommandoblock aktiviert und gibt ein Signal aus. Nun wird dieser Kommandoblock gepowert, der einen Enderkristall zwei Blöcke über den Spieler spawnt. Dieser Enderkristall ist sozusagen die Mitte des Hauses und die weiteren Befehle orientieren sich dann an ihm. Nun werden linker Hand verschiedene Summan-Commands für Falling Sand Entities aktiviert. Diese sind alle Execute-Befehle und werden relativ von dem Enderkristall ausgeführt. Da der Enderkristall zwei Blöcke über dem Boden ist, müssen die Falling Sand Entities zwei Blöcke unter dem Kristall beschworen werden, damit sie auf der richtigen Position landen. Weiterhin habe ich mich hierbei des Motion Tags bedient. Der erste Wert zeigt dabei die Bewegung auf der X-Achse, der zweite Wert die Höhe, also die Y-Achse, und der dritte Wert die Bewegung auf der Z-Achse an. Somit könnt ihr einstellen, in welche Richtung die Falling Sand Entities fliegen sollen. Verwendet aber bitte so kleine Werte wie ich, da der Block sonst bei größeren Werten schon wieder viel zu weit fliegt. Diese ganze erste Sektion ist somit für die untersten Blöcke des Hauses verantwortlich. Also die erste Schicht Holz, die Werkbank, den Amboss und den Verzauberungstisch. Wieso hier die Kiste und das Bett nicht mit dabei sind, erkläre ich später. Nun erstmal zur zweiten Sektion. Diese wird vier volle Ticks später angepowert als die erste Sektion. Es gibt hier fast wieder dieselben Befehle, nur dass auch Glasblöcke als Fenster beschworen werden, was man hier an der Teil-ID 20 sieht. Einen kleinen Unterschied gibt es auch noch. Diese Falling Sand Entities werden nur einen Block unter dem Enderkristall beschwört, da sie ja auf den schon gesetzten Blöcken landen sollen. So, nun habe ich das auch noch mit den letzten beiden Schichten gemacht. Am Ende setze ich nun einfach noch das Glasdach des Hauses relativ zu dem Enderkristall. Hierbei muss ich aber einen Fill-Command nehmen, so bekloppt das auch aussieht. Aber man weiß ja, dass man Falling Sand Entities leider nicht einfach in der Luft zu echten Blöcken werden lassen kann. Schön wär's. Am Ende setze ich dann einfach noch eine Steindruckplatte auf die Werkbank, mit der man das Haus wieder einpacken kann. Passt aber insgesamt bei den Repeatern auf, wenn ihr das nachbaut. Nicht, dass die fliegenden Falling Sand Entities noch von frühzeitig gesetzten Blöcken behindert werden und nicht mehr an ihre Position kommen. Nun noch ein paar Kleinigkeiten, die ich eingebaut habe. Zum einen wollte ich ein Bett im Haus haben. Da aber der Setblock-Befehl mit Betten noch nicht wirklich gut funktioniert, kopiere ich einfach ein Bett relativ zum Enderkristall ins Haus. Außerdem wollte ich eine Kiste, deren Inhalt nicht verschwunden ist, wenn man das Haus einpackt und woanders wieder auspackt. Deswegen kopiere ich die Kiste hier ins Haus. Und wenn das Haus eingepackt wird, kopiere ich die Kiste mit Inhalt einfach aus dem Haus an diese Stelle hier. Somit wird beim nächsten Mal die Kiste mit Inhalt ins Haus kopiert. So, nun habe ich auch schon den Mechanismus zum Einpacken des Hauses angeschnitten. Dieser befindet sich auf der rechten Seite der Glock. Die Glock powert hierbei einfach einen Test-for-Block-Befehl an, der testet, ob die Druckplatte im Haus aktiviert wurde. Wenn dies der Fall ist, wird dem Spieler eine neue Karte gegeben und ein paar Explosionspartikel werden beschworen. Ein Repeater-Tick später wird das Umfeld des Enderkristalls mit Luftblöcken gefüllt, was das Haus entfernt. Deswegen habe ich auch am Anfang diesen Enderkristall als Fixpunkt des Hauses beschworen. Und zu guter Letzt wird einfach der Enderkristall gekillt. So, das war's auch schon. Na gut, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, auch wenn ihr das vielleicht nicht an einem schaut. Adios, amigos!